möchte jetzt zeigen, wie man einen Absatz einen Blocksatz einstellen kann, inklusive sogenannten Silbentrennung. Wir haben jetzt hier einen Flattersatz, das heißt, das ist hier links gerade und rechts ist das hier so flatterhaft. Ich möchte es als Blocksatz haben und möchte es dann mit Silbentrennung machen. Ich markiere das hier, gehe jetzt hierher, mache einen Blocksatz. Das bedeutet aber noch nicht, dass ich eine Silbentrennung habe. Silbentrennung schaffe ich erst dann, wenn ich hier unter Extras, Sprache, Silbentrennung gehe. Vorher muss ich aber sicherstellen, dass ich auch alle Voraussetzungen erfülle, dass mein OpenOffice dann auch diese Silbentrennung durchführen kann. Ich muss erst einmal einstellen unter Format Zeichen, dass hier eine entsprechende Sprache eingestellt ist, nämlich erst dann weiß OpenOffice, welche Art und Weise es diese Silben trennen soll. Ich stelle jetzt bei mir hier ein Deutsch-Österreich als Sprache, klicke auf OK. Man sieht schon, dass hier manche Dinge jetzt unter Welt dargestellt werden. Das ist die sogenannte Rechtschreibüberprüfung. Und jetzt kann ich hier auf Extras, Sprache, Silbentrennung gehen. Und da sieht man schon das erste Wort vorgeschlagen. Man sieht es hier auch, wo mir OpenOffice vorschlägt, dass hier die Silben getrennt werden sollten. Ich klicke hier auf Trennen. Und es sagt, die Silbentrennung ist abgeschlossen. Das heißt, ich habe hier einen Begriff gefunden, der in Silbentrennung eben dann vorgeschlagen wurde. Und somit kann man eben dann den Text etwas kompakter gestalten.